Hallo, mein Name ist Stefan Behring. In diesem Video geht es um das Thema Instandhaltung, Wartung und Prüfung. Ein Teil aus unserem gesamten Modulspektrum Liegenschafts- und Gebäudemanagement. Mit diesem Modul gibt es die Möglichkeit, Wartungen und Prüfungen zu planen und zu dokumentieren. Ebenso das Gesamte für den Bereich Verkehrssicherungspflichten. Möchten auch Sie wissen, wie Sie mit unserer Software Ihrer Betreiberverantwortung nachkommen können? Dann folgen Sie jetzt diesem Video. Wir schauen als erstes auf die Einstiegsmaske. Es gibt hier verschiedene Informationen, wichtige Informationen, die hier verankert sind, wie zum Beispiel auch farblich gekennzeichnet überfällige Aufgaben oder auch überfällige Wiedervorlagen. Sie möchten Ihre Wartungsverträge sehen. Gehen hier auf Verträge. So habe ich jetzt hier meine verschiedensten Wartungsverträge vorliegen. Auf der rechten Seite, wenn ich etwas weiter scrolle, finden Sie alle Informationen bezüglich auch der Ansprechpartner und der entsprechenden Laufzeiten der Verträge. Wenn ich nun zu diesem Vertrag, auf dem ich mich hier gerade befinde, das Dokument sehen möchte, habe ich die Möglichkeit, über die elektronische Akte auf das Dokument zuzugreifen, welches sich in einem DMS- oder Archivverfahren befindet. Ich habe hier in diesem Bereich die Möglichkeiten, sämtliche technische Anlagen mir über einen Blick anzuschauen. In meinem Demosystem habe ich nur 48 technische Anlagen, die hier entsprechend in einem Anlageregister, Anlagekataster aufgeführt sind. Schauen wir uns doch einfach mal den Aufzug 21 an. Und ich habe hier zu meinem Aufzug entsprechend Bild hinterlegt. Ich habe hier weitere Informationen, wie zum Beispiel Aufgabentätigkeiten oder auch Dokumente in der Akte. Jetzt möchte ich Ihnen eine andere Sichtweise auf zum Beispiel die TGA, die technischen Anlagen, zeigen. Ich gehe über die Strukturen in den Bereich der technischen Anlagen hinein. Es werden jetzt hier meine Objekte dargestellt und innerhalb meiner Objekte habe ich dann entsprechend die Möglichkeit zu schauen, in meinem Gebäude 2 habe ich beispielsweise genau diesen Aufzug hier auch entsprechend verortet. Also hier habe ich praktisch die Sichtweise anhand des Gebäudes. Und ich finde eben hier die Informationen, wie zum Beispiel, dass ich hier meine jährlichen Wartungen geplant habe und auch hier dokumentiert habe an der Stelle. Oder ich habe beispielsweise auch eben einen Vertrag, den ich hier aufführe und kann von hier dann in den entsprechenden Wartungsvertrag hineingehen und habe hier eben ganz konkret alle Informationen aus Gebäudesicht zu meinen technischen Anlagen. Ich möchte Ihnen etwas anderes zeigen. Und zwar gehe ich einfach mal in diese Objektstruktur hinein und befinde mich hier im Büro 6 und habe die Möglichkeit, mir über das System den Plan anzeigen zu lassen. Und Sie sehen hier, in der Visualisierung habe ich dann eben beispielsweise auch meine Folderchen hinterlegt, die natürlich im System wieder Bezug zum Prüfungs- und Wartungsmanagement haben. Ein weiteres Beispiel möchte ich Ihnen an der Stelle zeigen. Dazu gehe ich jetzt einfach mal in eine Infoma-App hinein und möchte einfach mal eine Ad-Hoc-Meldung erstellen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mit der App zu sagen, in der Grundschule Papendorf habe ich einen Mangel festgestellt, der sollte diesen Monat behoben werden. Es geht um eine Reparatur und habe die Möglichkeit, eine Beschreibung hier einzufügen, Geländerdefekt. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit, auch entsprechend das Bild aufzunehmen des Schadens und kann dann praktisch dieses Foto dazu abspeichern und habe dann die Möglichkeit, entsprechend das Ganze zu synchronisieren. Das bedeutet, ich kann die Informationen, die ich jetzt als Hausmeister beispielsweise erfasst habe, über die App ins System hineinbringen. Hier würde dann an der Stelle der Schaden weiter bearbeitet werden. Es kommen also über das Thema mobile Wartung und Prüfung die entsprechenden Meldungen ins System hinein. Daraus können dann natürlich Vorgänge und Aufträge generiert werden. Sie sind auch mal nicht im Büro und wollen trotzdem
über überfällige Wartungen informiert werden, so stehen Ihnen sämtliche Prozesse und selbstverständlich die Wiedervorlagen auch mobil zur Verfügung. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Arbeiten mit den FOMA.